Der Verein für deutsche Sprache ist in großer Sorge. Der Grund dafür? Das Internet. Nicht nur die vielen illegal ins Deutsche eingewanderten Englischvokabeln bereiten den Sprachschützern Kummer. Auch die neuen digitalen Kurzkommunikationsformen wie Twitter betrachtet der Sprachverein mit Skepsis. Wenn wir den Eindruck haben, dass die Sprachformen im Internet oder bei Twitter, die eben defizitär sind, wenn wir als Mitglieder diesen Eindruck haben, dass das die Sprache ist, die wir in Zukunft sprechen müssen, dann machen wir uns Sorgen über unseren sprachlichen Standard. Abkürzungen, Auslassungen, fehlende Interpunktion. Mit Sprache, wie man sie im Deutschunterricht lernt, hat Twitter tatsächlich oft nicht viel zu tun. Der Verein für deutsche Sprache hat daher eine düstere Vision der Zukunft parat. Wenn wir dann sagen, auf diese Art und Weise werden wir uns also künftig auf Deutsch unterhalten, befürchten wir, dass zum Beispiel hochsprachliche Literatur, hochsprachliche Nachrichten, gute Zeitschriften oder gute Fernsehsendungen nur noch in einer solchen reduzierten Form des Deutschen dargeboten werden und eben nicht mehr in einem sprachlichen Standard. Und das macht uns Angst. Andere schauen weniger mit Angst, dafür mit großer Neugier in die Zukunft einer vertwitterten deutschen Sprache. Stefan Porompka beispielsweise. Er ist Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Universität der Künste in Berlin. Und er ist Twitterer. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme an einem großen Experiment teil, bei dem ausprobiert wird, was man mit diesem Medium eigentlich machen kann. Das heißt, an sich steht es gar nicht fest, sondern im Grunde genommen entwickelt es sich beim Lesen und beim Schreiben wie permanent weiter. Maximal 140 Zeichen darf ein Tweet lang sein. Stefan Porompka sieht in dieser Beschränkung eine große Herausforderung. Gedanken müssen zunächst verdichtet und präzisiert werden, bevor sie sich in einen Tweet quetschen lassen. Und vielleicht wird diese Art des Denkens und Textens tatsächlich die deutsche Sprache verändern. Und das wäre eigentlich nichts Neues. Die Erfindung des Buchdrucks, der Zeitungen, der Siegeszug von Radio und Fernsehen haben die Sprache verändert. Ebenso Auslandsreisen oder Einwanderung. Eine Sprache ist nichts Statisches, sondern wandelt sich ständig. Mit dem Internet ist allerdings eine völlig neue Dynamik in den Sprachwandel gekommen. Und das bereitet vielen Deutschen Unwohlsein. 65% der Deutschen fürchten laut einer Umfrage, die deutsche Sprache verkomme immer mehr. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic entdeckt in solchen Befürchtungen ein immer wiederkehrendes Muster. Die Angst vor Sprachverfall ist wahrscheinlich so alt wie die Sprache selbst. Also wir wissen es natürlich nur aus dem Zeitraum, für den wir Aufzeichnungen haben. Das ist für unseren Kulturraum etwa seit der Zeit der alten Griechen. Und wir wissen auf jeden Fall, dass seit dieser Zeit auch Leute sich beschwert haben darüber, dass der Sprachgebrauch, vor allen Dingen der Jugend, darauf hinweist, dass die Sprache im Prinzip zerfällt und bald ihre kommunikative Funktion nicht mehr ausüben können wird. Dabei wurde noch nie so viel geschrieben wie heute. Das Netz hat die Menschen weltweit in Schreiber verwandelt. Selbst Leute, für die in prädigitalen Zeiten ein Einkaufszettel die Krönung ihrer Textproduktion darstellte, schreiben heute E-Mails und die Facebook-Seiten ihrer Freunde voll. Laut Bundesnetzagentur verschickten die Deutschen im letzten Jahr 38 Milliarden SMS und populäre Messenger-Dienste wie WhatsApp kommen noch dazu. Aber mit langen Briefwechseln, wie zu Schillers und Goethes Zeiten, haben diese Texte natürlich kaum noch etwas gemeinsam. Sie gleichen mehr der gesprochenen Sprache als den gedrechselten Sätzen vergangener Schrifttage. Und viele Kommunikationsformen haben bereits eigene Codes entwickelt, die für Außenstehende nicht direkt zu begreifen sind. Stefan Porompka sieht in diesem Umstand eine der Ursachen für die Twitter-Abneigung vieler Deutscher. Wenn ich auf Partys komme, deren Regeln ich nicht kenne, ja, und wo ich nicht weiß, worüber gesprochen wird, dass ich dann nach 5 Minuten rausgehe und sage, ey, die Party ist nichts, die Leute unterhalten sich nur über flache Sachen. Aber es liegt nur daran, dass ich eben gar keine Ahnung habe, wie so eine Party funktioniert. Und schließlich ist das Internet nur ein einziger Bereich unseres Lebens. Selbst wenn sich also dort neue Sprachformen entwickeln, heißt das noch lange nicht, dass die alten verschwinden. Denn wer Spaß an 140 Zeichen hat, der freut sich vielleicht auch über 140.000.